Hey Kinners, was geht bei euch ab? Willkommen zu Fallout. Ich habe es vor nicht allzu langer Zeit geschenkt bekommen, vielen Dank nochmal. Und ich habe hier vor, einfach zu spielen, aber wirklich einfach nur vor mich hinzuspielen. Also es ist noch nicht mal wirklich ein Let's Play. Ich habe zwar hier das Mikrofon vor mir und werde auch natürlich Dinge sagen, aber ich werde da nicht großartig was mit Willkommen zur neuesten Folge, gestern haben wir dies gemacht, heute machen wir den Scheiß, sondern ich dödel vor mich hin. Es ist wirklich so eine ganz private, chillige Sache. Und ja, nur um euch davor zu warnen. Wahrscheinlich mache ich da auch recht lange Folgen und werde einfach ganz gemütlich dieses Spiel genießen. Ich liebe Fallout. Ich kenne es schon, ich habe es auf der Konsole schon gespielt, aber noch nie auf dem PC. Das heißt, ich kann es jetzt in vernünftige FPS spielen. ja. Ich habe keine Mods. Über Mods können wir aber, wenn ihr wollt, reden. Ich kann irgendwelche schöner Mods machen, dass alles toller aussieht oder hin und her. Aber ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie gesagt. Consolieri schon seit Jahrzehnten. Beginnen wir einfach mal den Spaß. Ja, ich habe es fast wieder vergessen, das Intro. Natürlich wieder die Krieggeschichte. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, von einem halben Jahr oder von einem Dreivierteljahr Fallout gespielt. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich denke, die meisten, die zusehen, kennen Fallout auch schon irgendwie, also vor allem diesen Teil. Und ja. Oh yeah. Sehr nice. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Es ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Oh shit, Gänsehaut. Nice. Ach ja, genau, jetzt sind wir im Bad. Ja, Krieg bleibt immer gleich. Blablabla. Heute in der Veteranenhalle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ich bin also in der Veteran. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Alle Frauen, was? Hä? Und auch einige Männer, hä? Ja, ich bin nicht, also ich war noch nie so der Charaktererstellungsmensch. Es dauert immer so lange und man will doch eigentlich einfach nur spielen. Ist doch scheißegal, wie man aussieht. Und vor allem kann man ja bei Fallout auch noch im Nachhinein sein Gesicht verändern, ne?
Guck mal hier. Insta-Püree, fancy Letzkuchen, Lamb-Core Mac and Cheese. Mindestens haltbar für immer. Ja, so muss es auch sein, ne? Wenn hier die ganze Scheiße um die Ohren klatscht, dann brauchen wir das Zeug. Das soll Cotsworth erledigen. Genau, also der Roboter macht ja den ganzen Kram, ja. Hier gibt's zu jeder Sache, außer zum Radio, irgendeine Erinnerung. Die guten alten USA. Beziehungsweise was eingesprochen ist. Die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Das wäre eine gute Idee, ne? Ja. Krieg bleibt immer gleich. Wissen wir schon. Was dran. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Okay. Ja, komm. Kann ich nicht schließen, die Tür? Macht ja nichts. Over. Nice, die Musik, da freue ich mich schon. Wenn wir da rumtingeln durchs Wasteland, Ödland und einfach die geile Mucke am Start haben. So. Ich werde so spielen, wie ich halt, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, einfach privat spiele. Und ich bin ziemlich gründlich. Ich gucke immer alles nach. Und will einfach alles haben, was geht. Ich will ultra krass am Schluss sein, weißt du, ultra. Der Sean, das ist sonst dieser Mats. Komm, ich dreh mal am Bettmobil. Ja, das ist nämlich ein Bettmobil, kein Babymobil, ne? Du bist was special. Was Sean machen wird, wenn er erwachsen ist? Ja, wahrscheinlich, weiß ich auch nicht. Das kann ich doch jetzt nicht wissen, oder? Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren wird. Ja, Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Ich hoffe doch beides. Ah, guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. Sehr gut. Danke, Cotsworth. Natürlich, Sir. Okay. Also ich erinnere mich, es kommt dann noch so ein Vertreter gleich. Mhm. Wow! Oh, Mucke. Sehr nass. Ein paar alte Holoband-Aufnahmen. Ha. Tja. Oh nein, der kleine Sean. Das klingt nach einem Stinker. Ich Ab. Sehe mal nach dem kleinen Sean. Genau, machen wir den Sean. Ich bin so stolz auf Sie. Ja gut, der ganze... Wo kam sie jetzt her? Hä? Schatz? Wir sollten Cotsworth demnächst mal wieder warten lassen, oder? Wie kommst du da drauf? Der Cotsworth macht doch alles super. Guck mal, der ist da und... Ich weiß nicht, was er macht. Er hat ja keine Hand. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Okay, ich soll meinen Kaffee trinken, ist in Ordnung. Ich kann mich an den Anfang nicht mehr genau erinnern, aber gleich kommt auf jeden Fall so ein Knilch. So, Grognack der Barbar. Grognack der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Hä? Nice. Da ist er ja schon. Komm. Hallo? Kannst du aufmachen? Ja, natürlich kann ich aufmachen. Guten Hallo. Morgen. Ich komme von Vortec. Vortec? Vortec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Eile? Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Sehr gut. Kann ich auch hier mit AWSD, warte mal, klingt gut? Ja, klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Ja gut, legen wir mal los. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun...
Also dann. So, Name. Hier fängt es natürlich schon wieder an. Wir nennen uns, ich würde sagen, Hans. Ich denke, der freut sich wollen, falls er reinguckt. Duckendauer. So nennt er mich manchmal. Hans Duckendauer. Ja. Oder Duckenbauer. Hans Duckenbauer. Wir können ja nicht Doppel-D, geht ja nicht. So. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück. Ich versuche jetzt einfach mal ganz frei ranzudenken oder ranzugehen, ohne jetzt mein ganzes Vorwissen über generell die ganze Fallout-Geschichte. Es ist immer... Hallo? Achso, ich muss das erstmal bestätigen, ne? Ah ja. Es ist, also Intelligenz ist natürlich immer gut. Wir machen mal 5. Intelligenz. Stärke ist auch gut, da kann man viel tragen. Wahrnehmung ist nicht schlecht, Ausdauer ist nicht schlecht. Carries mehr, Beweglichkeit und Glück. Glück machen wir noch eins hoch, Beweglichkeit noch eins auf Intelligenz, noch eins auf Ausdauer, Wahrnehmung und Stärke, noch eins auf Stärke und dann noch eins Intelligenz, noch eins in Stärke und dann vielleicht noch eins in Charisma, dass man die Leute einfach voll einlullen kann. Annehmen. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Gut. Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Hat sie gerade die Tür zugeschlagen einfach? Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Ja, oh nein. Guck mal. Ja, ich dachte eben, er guckt nur mit seinem Auge raus. Aber er will sich nicht beruhigen. Ja, ich mach das, geht zur Seite. Er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Ich glaube, er braucht einfach richtige Menschen. Ich meine, guck mal, so kaltes, gut, vielleicht kann er sich aufwärmen, so warmes Metall an einem Kind. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Aber für sowas, also wenn ich mir jetzt vorstelle, sowas im Wahrleben zu haben, so ein Roboter, das wäre schon irgendwie tight. Ach, übrigens, guck mal hier noch ganz cool. Nuka Cola. Nuka Cola, eiskalt. Ich habe hier neben mir tatsächlich eine stehen, also im wahren Leben. Da hinten steht eine Nuka Cola. Die ist aber nicht eiskalt, die steht auf dem Schrank und ist wahrscheinlich pisswiderlich. Ja. Ja, ich freue mich einfach schon voll, jetzt hier so in voller FPS dieses Spiel zu spielen. Ne? Also auf den Konsolen, da hat man es halt einfach mal, also das Beste war auf der Xbox One, aber selbst da bricht ab und an mal die Framerate ein, wenn man halt 800 Nukes schießt. Ne? Da bist du angeschissen. So, was haben wir denn hier? Kindchen, komm mal raus. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen, das mag er. Gibt es mir noch Anweisungen? Hallo, ich weiß selbst, wie ich mit dem Kind zu spielen habe. Oh, guck mal, du bist in der Kultische Fratzung. Wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, okay. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Codsworth, was ist los? Oh. Codsworth? Was ist denn los, Codsworth? Nein, ist es doch bestimmt nichts Schlimmes. Ja, gefolgt von Blitzen. Explosionsgeräusche, wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partner sind anscheinend. Die Johnson stehen auch schon draußen rum. Shit. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über. Die haben auch beide voll Angst, auch das Kind hat Angst. Und Pennsylvania. Mein Gott. Oh, please. Wir müssen zum Vault. Sofort. Schnell, wir müssen zum Vault. Fuck. Codsworth, schön alles sauber machen, gell? Danke! Bewohner von Sanctuary Hill. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Oh nein, aber... Nein, das kann ich nicht machen. Vielleicht müsste ich mich einfach... Nee, wir machen jetzt keinen Scheiß. Aber man kann es übrigens machen, ne? Wenn man hier am Anfang nicht zur Vault rennt, dann... Tja. Vielleicht zeige ich es euch ein andermal. Oh, guck mal, wir haben sogar voll das, ich sag mal, futuristische Paar. Konnte man sich... Halt, in welcher Zeit sind wir hier überhaupt? Stimmt ja. Damals, also jetzt, dieses ganze Art-Style-Geschichte ist also 50er, 60er eher. Ich weiß nicht, ob man sich da als homosexuelles Paar einfach so offen auf die Straße stellen durfte. Ich weiß nicht, wie das in Amerika überhaupt war. Ich meine, heute ist es in Russland ja nach wie vor ziemlich... schlecht, sehr negativ, irgendwie, die ganzen Menschen sind da irgendwie, also nicht die ganzen Menschen, aber ihr wisst ja, wie es da läuft, das wird nicht so offen angesehen wie bei uns. In Amerika ist es ja auch schon seit Jahren
im Programm, dann treten Sie vor. Er darf nicht mit. Gehen Sie nach Hause. In Amerika ist es ja auch schon seit Jahren so, die Homo-Ehe alles erlaubt und das ist auch ein Fortschritt. Gut, gut, gut und so weiter. Aber damals, ich weiß nicht, ob das da einfach so war. Hallo? Entschuldigung. Wenn Sie nicht registriert sind, kommen Sie nicht rein. Wir machen ne? Hallo. Ich gehe jetzt rein, ich bin registriert. Wir stehen auf der Liste. Alter. Männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Es ist schon cool, dass sie halt viel Glück, Mann. Sie beide, die diesen Zeitgeist eingefangen haben und in die Zukunft übertragen haben. Das ist schon echt tight. Also so wie man sich, oder so wie sich damals die Menschen, die so Bücher geschrieben haben und so weiter und Skizzen dazu gezeichnet haben, so wie sie es vorgestellt haben. Das ist eine coole Sache. Gut, aber erst will ich den Knopf drücken. Sir, wir müssen Sie runter in den Boot schicken. Treten Sie bitte auf die Plattform. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Er rastet voll aus. Schnell, wir müssen runter. Was passiert denn jetzt? Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nee! Shit! Das ist ultra close. Das ist echt ziemlich nah. Geht das nicht schneller? Geht das. Ich würde mal sagen, Kopf runter! Alter Verwalter. Ich weiß nicht, ob sowas realistisch ist. Wenn sie beiden drüber wegpustet, klar, für den Anfang nicht schlecht, aber... Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, gut. Alles wieder gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge, wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Aber ich gehe vor. Ich bin nämlich der Wichtigste hier. Die Treppe hoch. Ist ja schon gut. Frau kommt direkt mit, dass wir die Ersten sind, nicht, dass wir auf die Bangard warten müssen da. Hallo. Sir. Hey, männlich. Hallo. Männlich, hallo. Und du? Entschuldigung. Ja, ich gehe darüber. Hallo. Die Frau ist danke. Voll freundlich. Danke. Wo ist mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht mache ich die Maus noch einen Ticken langsamer. Ich glaube, ich mache die Maus noch ein bisschen langsamer. Das ist einfach dann... ist es bei Gameplay? Ah ja. Das ist einfach dann nicht so hakelig, weißt du? Normal. Läuft bei uns. Eigentlich müsste ich ja auf Global spielen, aber ich trau mich nicht. Die guckt einfach zu freundlich auf Normal. Auf Global schreit sie dich an. Das Wolf supplies Oxygen to all the chamber. Gut. Das ist wichtig. Bloß nicht dran drehen. Das ist wie in einem U-Boot. Ich war vor kurzem im Urlaub mit meinem Gilfrind in einem U-Boot. Und das ist Wahnsinn, was da überall für Drehrädchen sind. Aber an krassen Stellen, wo du gar nicht hinkommen kannst. Irgendwie da oben um die Ecke. Also jetzt im wirklich in einem U-Boot und so. Echt crack. Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Sehr schön. Bereit für die Zukunft, oder? Entschuldigung. Entschuldigung. Sie mit. Ja. Hier entlang, bitte. Treten Sie hinein, da rein direkt. Sie den Anzug an. Ist schon krass, wie das aussieht. Ne? Betreten Sie den Raum, wenn Sie so weit. Also wenn man einfach den Vergleich zur Konsole hat, das ist schon. Also es sieht jetzt nicht ultra ultra krass Korfakomat besser aus, aber das ist halt dann doch irgendwie bezig. Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. So, ich gehe mal ins Bettchen, komm. Geh mal nein. Einfach mit den Klamotten. Habe ich mich schon umgezogen? Ah ja, ich habe diesen Anzug schon an, den Vault-Anzug. Sie auch. Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Tja. Sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass wir irgendwie gar nicht gesäubert werden, sondern dass wir einfach nur eingefroren werden. Hey. Das wird uns ja gar nicht gesagt. What the fuck? Ich frage mich, wie es sich anfühlt, wenn man eingefroren wird. Das ist ja nicht unangenehm.
da. Mach sie auf. Ja, also wir können uns nicht bewegen. Unsere Madame wird aufgeweckt und sie schreit, alles klar. Da wird direkt der Vaterinstinkt wach. Und natürlich will sie es nicht hergeben. Oh, fuck. Alle sehr emotionalen Menschen weinen jetzt schon oder am Tränen. Im Auge. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Das Rauschen ist zu laut. Von der Kammer her. Ja, weint ihr schon? Sicherlich. Ja, ist ganz klar. Ich weiß übrigens noch keine gute Folgenlänge. Ich dachte so an 25 Minuten. Ich glaube, die haben wir jetzt gleich erreicht. Aber ich weiß nicht, was hier so dazu passt. Beruhig dich. So, da hat man es auch gehört. Kryoanlage. Die haben uns also verarscht. Die haben uns einfach eingefroren. Knallhart. Zeitreisen für Anfänger. Hey. Komm schon. Komm schon. Wir aufgehen. Komm schon. Ah. Komm schon. Oh Gott. Ja, das ist halt nicht so cool, ne? Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Ist da der Einschuss? Ja, ne? Ja. Wir haben den E-Ring erhalten. Ich habe keine Ahnung, wo wir wie ich ein Inventar aufmachen kann. Oh Gott. Warum soll der Vault-Hack das tun? Gute Frage. Ich weiß nicht. Was geht hier? Oh, shit, Mann. Die hat sich richtig gewunden da drin. Ich dachte eben, da wären zwei Leute drin. Hier ist niemand. Man kann oh. Ah, ich dachte, der wäre verblutet oder sowas. Also hätte noch zusätzlich irgendwie Blut erbrochen. So, wir gehen mal in das Terminal. Also wer Fallout überhaupt nicht kennt, hier kriegt man halt die ganzen Informationen her. Kryoanlage. Achso, muss ich echt draufklicken? Ah, auf E. E geht auch. Offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt, Steuerung deaktiviert. Ich weiß nicht, soll ich euch das immer vorlesen oder soll ich es einfach nur aufmachen, für mich selbst ruhig durchlesen und ihr lest es euch dabei auch durch? Was haltet ihr besser? Jetzt mal kurz für euch. Stand da eben das gleiche drin? So, die Kapseln. Die Kapsel ist leer. Insasse ungültig. Hans Duckenbauer. Shit. Und die Frau hieß Nora. Ja, okay. Ich denke, da steht einfach nur drin, dass die... Verstorben. Todesursache ersticken aufgrund Versagens. Aha. Die sind alle verstickt da. Ja, alle erstickt. Alles klar. Hoppala. Wie kann ich... Ah, auf Tab kommt man zurück. Ja. Vielleicht, also ich denke... Einfach mal, um realistisch zu sein, es wird hier nicht sehr viele Zuschauer geben bei dieser Sache, weil es nicht so eine actionreiche Sache ist. Es ist nicht ultra krass geschnitten, es ist einfach nur vor mich hingedödelt. Aber die, die da sind, soll ich solche Sachen vorlesen oder soll ich sie einfach für mich in Ruhe lesen? Langsam, dass ihr auch Zeit habt, das zu lesen. Gut, ihr könnt ja auch das Ding kurz anhalten und es eben nicht laut vorlesen. Was habt ihr lieber? Bitte einmal hier kommentieren. Ja, da sind auch wieder Leute drin. Scheint, und nur noch ich übrig bin. Verdammt nochmal. Hallo? Hallo? Ist da wer? Hier steht das gleiche. Fuck. Mit Escape geht das mal raus. Das ist übrigens unser Sprint. Ah, ja. Wir können hier, und das ist natürlich cool, einfach alles mitnehmen. Das fand ich schon immer cool bei den Fallout Games und auch bei... ja, die Elder Scrolls und so weiter. Einfach, dass man alles mitgeben lassen kann. Ich würde gerne wissen, wo mein Inventar ist. Keine Ahnung. Hier kann ich auf den Third Person umschalten. Da wäre es natürlich auch wichtig zu wissen, was euch eher gefällt. Ich spiele lieber im First Person, weil man da einfach mehr oder besser die Sachen sieht. Hier ist wahrscheinlich zu, ne? Unzugänglich. Ach, so ein Mist aber auch. Fehlfunktion.
Halt, ich will da nichts reinmachen. Ach, Tab ist raus. Muss ich ja merken. Sie spricht einfach voll eingeschlafen. Fehleinschätzung. Kakerlaks. Das sind Red-Kakerlaken hier. Oh, und da haben wir schon mal einen Schlagstock. Den haben wir direkt ausgerüstet. Wo ist mein Inventar? Irgendwie ist es wichtig zu wissen, wo das Inventar ist. Meint ihr nicht auch? Ich drücke gerade alle Tasten durch. Halt, was habe ich da gemacht? Ah, wenn ich scroll, geht es schon. Nicht nur durch draufklicken. Okay. Rechtsklick ist natürlich der zweite Modus. Auf. Das habe ich auf F gemacht. Okay. Wow. Was war denn das? Cool, man kann durchgehend laufen. Okay. Was es nicht alles gibt. Tja, aber irgendwie habe ich kein Inventar. Vielleicht brauche ich auch jetzt einfach noch kein Inventar. Wahrscheinlich geht es einfach jetzt... Oh, ich dachte kurz, es wäre was Großes hier. Wahrscheinlich geht es einfach noch gar nicht. Das Inventar. Okay, Kakerlaks, wie kann ich mich ducken? Auf C? Achso, hier. Genau, sehr schön, sehr schön. Ich bin versteckt. Drücke Maus 1, um anzugreifen. Ja, nice. Ich trinke kurz was. Fuck you! Oh, voll dort geschlagen. Ich nehme dein Fleisch. Kakerlaken. Was zum Teufel? Was zum verschissenen Teufel ist hier los? Er rastet voll aus, das hätte er noch nie Red Kakerlaks gesehen. Also, in dieser Zeit, in der er gelebt hat, da waren die Autos ja auch schon mit Atomgeneratoren betrieben und so weiter und so fort. Da muss es doch auch schon irgendwelche Mutationen gegeben haben. Das kann mir keiner erzählen, dass da alles cool war. Dass es vor allem alles in normalen Bahnen verlaufen ist. Hier haben wir ein Freizeitterminal. Willkommen, Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top 10 von diesem Spiel, das hier drin ist. Da ist ja, Red Menace ist da drin. Ich weiß nicht, wie man das startet, also. Ja, ist einfach ein Spiel im Spiel. Sowas wie hier Dingens damals, ihr wisst schon. Mit dem Affen oben. Fuck, wie hieß es nochmal? Keine Ahnung. Ganz schwach, dass ich das nicht weiß. Aber ich denke, das müssen wir jetzt nicht spielen, oder? Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Das ist doch hier eigentlich jetzt nicht so zu. Ich höre da. Oh! Ultra schwer! Hab ich schon verloren? Nee. Irgendwie ist es gar nicht so leicht. Wenn er diese Raketen da anfängt zu schmeißen, das geht einem schon ordentlich auf den Sack, ne, so eine Rakete. Warte. Fuck, ich verlasse das hier mal. Ja, es reicht mir jetzt auch irgendwann. Halt, ich kann das mitnehmen, das Spiel, dass wir es jederzeit auf unserem Pip-Boy spielen können. Und zwar mit R Holoband auswerfen. Das heißt, wir haben jetzt dieses Spiel dabei und können es, sobald ich... Ach so, wir haben noch gar keinen Pip-Boy, deswegen haben wir auch kein Inventar. Natürlich, das macht Sinn. Ihr seht gleich, also für alle, die nicht wissen, was das ist, ihr seht gleich, was es ist. Und das habe ich übrigens auch, ohne angeben zu wollen, hier neben mir. Da drüben. Ein Pip-Boy so richtig zum Anziehen, da kann man sein Smartphone reinmachen und sogar mit dem Spiel verbinden und dann da irgendwie was machen. Kam ich jetzt von hier? Nee, hier war ich einfach noch gar nicht drin, ne? Ihr wisst, wie gesagt, ich nehme alles mit, was ich so finden kann. Gott, habe ich gerade was rumgetreten? Ah ja, diese Kiste. Ja, weil ich einfach... Ich will alles haben. Ich will der Allerbeste sein, bis keiner vor mir war. Der. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich scheiß auf die Gefahr! Puh, das war cool, wie er es ausgefahren hat. So. Oh. Da drin sterben die. Hier war eben noch eine gesessen. But where is she right now? Is she there? I don't know. There is he. Komm, nicht weglaufen. Ich versuche mal kurz einen Angriff zu blocken. Hat nicht so gut geklappt, ne? Irgendwie war das, lächerlich. Hat er was dabei? Was ist denn passiert? Wo sind alle? Tot? Also, wir konnten ja zumindest schon sehen, dass in den Kryo-Anlagen jeder gestorben war. Und so wie es aussieht, ist hier einfach viel Zeit vergangen. Ich gehe ja immer drum rum, hier liegt aber nichts mehr. Das Ding trifft mich gar nicht. Haha, nice. Richtig nice. Okay, noch mehr Viecher. Mit was? Mit linker Alt. Warte mal. Kurz testen nochmal. Achtung.
Ah ja. Ich muss dann kurz aufs linke Alt mit dazu drücken und dann macht er so einen Ultraschlag, der diesen unten rechts dieses AP nutzt. Okay. Am Wasserspender kann ich, soweit ich weiß, meine TP auffüllen, meine Trefferpunkte. Ja, habt ihr das gesehen? Unten links aufgefüllt. Und, ja. Yeah. Ist das alles, was noch übrig ist? Oh mein Gott, da haben wir eine Waffe und Stimpacks. Das sind sowas wie Medipacks. Stimpacks stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her, heilen verletzte Körperteile und können zu Favoriten gemacht werden, sodass du schnell auf sie zugreifen kannst. Und wir haben eine Waffe. Aber jetzt werde ich hier einfach mal einschneiden und speichern. So. Überschreiben. Habe ich jetzt überschrieben? Ja. Ich lege auch oft oder gerne grundsätzlich mehrere Speicherplätze an, dass man, ja, bei Problemen eine Auswahl hat. Drücke 3 oder 0 und meinen Favoritengegenstand 3 oder 0. Oh, jetzt habe ich mir ein Stimpack reingehauen, obwohl ich noch voll war. Das war natürlich dumm, aber... ja, so einfach geht's. Oh, das Laden geht richtig geil schnell, nicht so wie auf der Xbox. Hat auch so ein bisschen länger, auch nicht... arg viel länger. Aber ein bisschen dauert's schon. Ja, ah, ich bin, glaube ich, hier gegen die Leiche getreten. Es geht dann einfach in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich hier schon mal fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.